Wunderbar ist es auch, wenn man jemanden im Studio hat, der größer als das Leben selbst ist. Und dazu zählt definitiv Wade Barrett. Das ist ja ein Superstar aus der Wrestling-Szene. Und mit dem habe ich mal ordentlich hier eins auf die 12 gegeben, denn die menschliche Hornisse hat sich ja letztes Mal schon drauf vorbereitet. Da war sie im Kampftraining, weil sie wusste, Wade Barrett, der wird kommen. Und das Ergebnis, wie dieser Kampf ausging, das seht ihr jetzt. Jetzt ist es soweit, jetzt steige ich mit Wade Barrett in den Ring. Die menschliche Hornisse wird ihn virtuell versuchen zu dezimieren. Wade, who did you pick as a fighter to represent you in WWE All-Stars? I picked Mr. Perfect. Mr. Perfect, that's a good choice, man, because he's pretty perfect. If you could push the red, the green button, please. Okay. So I picked the Human Hornet. Who are you going to pick? You are going to go. I'm picking Mr. Perfect. Mr. Perfect. Yeah, what people don't know is we just did a practice match, and I tried to be nice and show you all the controls of the game, and you totally beat my ass, so, you know. I'm somewhat... This is when it counts, though, now. Exactly. This is when the cameras are on. It doesn't matter what happened beforehand. This is what matters now. Right. Yeah. So tell me, why are you the Human Hornet? Because I float like a butterfly and I sting like a human hornet. That's my slogan, and I good, just... Good answer. I just love it, man. I love wearing costumes and... And you know, when I grew up, of course, I was a big WWE fan as well. I watched all those guys. I have to say, my favorite superstars back then were the Bushwhackers. Okay. I know they never were that huge or anything, but I just thought, I don't know, I thought they're pretty funny guys. Yeah, I found them very funny. I was a big fan of Mr. Perfect when I was growing up. Yeah. All right, there we go. Superstar against gaming star. We're gonna see who's gonna tear it up. Oh! Get over here! Slam! Come on, Perfect. Oh no, what am I doing? I didn't want to get out of the ring. Hold on, I'm coming back. No, no, don't! Oh, what are you doing? Get on. Oh, that's gonna leave a mark. That was cheap, wasn't it? Wow. There you Big go. Me. No. Oh! What are you doing to me? I'm supposed to be the gamer. Oh! Come on, Phil. Oh no! Damn it, I wanted to counter that move, but I couldn't. I just pushed the button at the wrong time. Oh! That's gonna hurt. Oh! I'll keep him back. Oh! How did I not move from that one? There we go. I think it's time for a signature move! Uh-oh. Oh! It's gotta be game over there. There we go. Oh, I couldn't counter that. Oh no, 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 no. I'm flashing red. I'm flashing red. That's not good. Oh, you could have tagged me down. Oh no, 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 what are you doing? Oh, 2¾. All Come right. on, Perfect. No, 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 I'm not taking it easy on you anymore now. This is my favorite move, this one. You're gonna need every move you can get. Ah, oh, what? Oh, bounced him in the air, look at that. What? Combo. I don't know how you didn't go down from that. Oh! Ah, I'm on the ropes here. Come on. Come on. Ouch! Signature! The Human Hornet does not appreciate that kind of treatment! Small package, small package! No, 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 no! Ah, he got out quick. Oh, yes, payback time! Oh, your health bar is quite decreasing. Oh, you.
Uh-oh. Look at this, look at this. This is a finishing move. I got out of the ring. I got out of the ring. Oh, you, you're such a cheapskate. You're such a cheapskate. Come on, come on. Oh, you're quick. No way. There's no way you... Nonsense. Bulldogs. I'm not getting out of... getting a beatdown anymore. I just want to get away from you. Quit bothering me, man. You're almost done. Oh, thank God. Oh, you are such a sucker. Uh-oh. Oh! Finally, now you're gonna get it, man. Yes, come on. Oh. You better not get out of the ring. Yes, finisher. That might be it. Come on. Yeah. Oh my God. Oh, that was a tough one. Thank God. That was close. Thank you very much. You that was very low. You had some good moves right there. Yes, I am. I am damn nervous, man. You tagged me a couple of times. I was like, oh my God, he pinned me down. What am I going to do now? I didn't expect you to, you know, complete all these moves. It was a good fight. At one point, I couldn't get away from you. I was like, oh my God, what's going to happen now, man? I think experience won out there. Dude, I just barely gained my honor back by beating you. But then again, you know, if we ever were to match up in a real ring, I guess it would, I'm pretty sure it would go all the way differently. Maybe one day we'll find out, Hornet. But did you have fun playing, Joe? I did. I liked the game. It's a lot of fun. It's cool seeing those old school guys, you know, looking like oversized, huge, you know, just getting it maybe on. Maybe I need to practice some more, then come back and beat you. I'm up for that. Okay, in the future we'll fight again. Ihr habt's gehört, Wade Barrett wird vielleicht zurückkommen und dann wird's ein Rematch geben. Darauf würde ich mich natürlich freuen, denn sehr, sehr geil. Und das Spiel, das macht einfach Spaß, vor allen Dingen, weil es einfach so leicht zugänglich ist. Und dann einfach gegen mit diesen All-Stars gegeneinander anzutreten, ist eine coole Sache. Behalte das im Auge, WWE All-Stars, top, top, top. Die menschliche Hornisse kann nicht geschlagen werden. Jetzt fragt ihr euch, warum hat denn die menschliche Hornisse nicht ihr Superhelden-Wrestler-Kostüm getragen? Das hätten wir gerne gemacht, aber dann hätte uns die WWE den Arsch unter den Füßen wegverklagt. Die sind da sehr strikt und achten da sehr drauf, dass man eben sowas nicht nachmacht und nachahmt und die Leute da draußen nicht anspornt. Deswegen durften wir das nicht machen. So, jetzt möchte ich nochmal kurz unsere Japan-Aktion erwähnen. Wir versteigern ja diesen wunderbaren, riesengroßen Superman und ein Games-Welt-Wundertütenpaket, bestehend aus einer Halo-Enzyklopädie, Assassin's Creed 2, ein Gamepad signiert von Peter Molyneux, Lost Planet 2, Shogun 2, und noch viel, viel mehr. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Glaubt mir, da ist noch sehr, sehr viel mehr Kram dabei. Ich glaube, ich stelle vielleicht auch noch eine Figur von hier dazu. Wie wär's denn mit der Zelda-Statue? Die ist limitiert. Da ist zwar das Schwert vom Link abgebrochen, aber die ist richtig geil. Da gibt's, glaube ich, nur 5000. Die hau ich auch noch rein. Leute, ich mache das, denn wir wollen möglichst viel Geld zusammenbekommen. Denn dieses Geld wird natürlich gespendet zugunsten der Opfer in Japan und was da alles gerade passiert. Das ist ja wirklich sehr, sehr schrecklich. Ich muss euch allerdings auch darauf hinweisen. Also wir möchten natürlich, dass die Auktion so viel Geld wie möglich einnimmt. Das würde uns natürlich freuen. Wenn wir da zum Beispiel über 1000 Euro kommen würden, das wäre ein absoluter Traum für uns. Aber ich muss euch darauf hinweisen, dieser Superman ist riesengroß und die Versandkosten werden nicht aus dem Spendenbetrag genommen, also aus dem Erlös der Steigerung sozusagen, sondern die kommen nochmal obendrauf, die Versandkosten, und die betragen, weil er halt so groß ist, man muss den extra, das ist sehr, sehr umständlich, sind 200 Euro und das ist schon echt relativ günstig. Also das ist, glaube ich, das günstigste Angebot, was wir gefunden haben. Ihr könnt den euch den auch natürlich gerne selber in München abholen, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, das kommt
halt dann noch oben drauf. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr rege mitmacht, denn es ist für einen guten Zweck und was Gutes tun ist immer was Feines. So, nächste Woche gibt es natürlich auch wieder Insert Coin und die nächsten Sendungen werden zwar ein bisschen kürzer werden, weil ich jetzt nächste Woche bin ich 3 Tage in Russland, danach bin ich eine Woche in Amerika. Das heißt, wir müssen voraufzeichnen. Ich bin in Amerika, weil ich Skyrim zocken darf. Juhu! Wir müssen voraufzeichnen und deswegen werden die Sendungen ein bisschen kürzer ausfallen, weil es einfach sehr viel Arbeit und sehr viel Stress ist. Aber nichtsdestotrotz wird es coole Themen geben. Wir hatten den Macher von Goose Gox bei uns. Unglaublich, der ist 18 Jahre alt, kommt aus Deutschland und hat ein wirklich sehr, sehr geiles Spiel auf die Beine gestellt. Dann wird es auch eine geile Relic History, das sind ja die Jungs, die jetzt Warhammer Space Marine machen, History geben, direkt aus Vancouver. Also wirklich super Sache. Und nicht vergessen, Livestream auch mitnehmen. Das ist am 5.4. ist es wieder soweit. Einfach gameswelt.de checken. Da könnt ihr sehen, was dann für welche Themen für den Livestream anstehen und wann das Ganze sozusagen stattfindet. Tolle, tolle Sache. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss. Oh my God, what did you do now? Oh, no idea. That wasn't supposed to happen. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommen die wirklich dichtigen Dinge. Alright, you get the pinning down already. Yes. Exactly. Alright, I guess we're ready then. That's the end of game plan. We got all that. Irgendwann. Irgendwann.